Was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem spontanen Video. Edo Sire ist zurück. Freut mich sehr. Ich glaube, das letzte offizielle von ihm war, ist bestimmt, glaube ich, ein halbes Jahr oder so her. Wir hatten mit Mixo McCloud noch einen Song, der war, glaube ich, ein bisschen zeitnäher, sage ich mal. Aber sonst, ja, ein bisschen ruhiger gewesen um den guten Mann. Und es freut mich, dass er auf jeden Fall wieder am Start ist. Bevor es losgeht, heute Nacht kommt mein Song mit Lewis. Ja, ich durfte tatsächlich für Lewis was produzieren und das ist auf dem Album drauf. Ledersitz heißt der Song und checkt den unbedingt ab. Unglaublich schöner Song geworden. Und ich glaube, dass wir hier gerade oder auch gerade hier auf diesem Kanal die, ja, die richtigen Hörer dafür auch haben wahrscheinlich. Ne? Hört da gerne mal rein. Würde mich sehr, sehr freuen über Feedback oder so. Ja, Edo Sire, problematisch. Ja, Bro, das ganze Leben ist problematisch, Mann. Video ist, oh, wie immer, Moritz Döring. Jawohl, produziert ist das Ganze von Merz Drum. Okay, und Mix Master ist von den beiden zusammen. Okay, sehr schön. Ich weiß gar nicht mehr, wow, ich weiß gar nicht mehr, was so seine Phasen sind. Ist jetzt eigentlich schon die Zeit danach gekommen? Also nach der ganzen, das war doch diese ganze Beziehung und so weiter, ne? Was da alles so ein bisschen chaotisch war und so, ne? Puh, lange nicht reingehört und ich muss auch noch bei X6 reinhören, glaube ich, ne? Okay, ja gut. Seit du weg bist, mach ich ne. Warte mal, Digga, das klingt irgendwie mal ganz anders, ne? Boah, das klingt mal ganz anders, die Gitarre. Seit du weg bist, mach ich nur noch Party. Geil, wenn du zu bist, ist ein Bacardi. Ah nein, Party auf Bacardi fängt schon mal gut an. Ist mein Lieblingsreim nach Crazy und Baby. Scheiß auf Reime, Alter. Okay. Seit du weg bist, mach ich nur noch Party. Geil, wenn du zu bist, ist ein Bacardi. Sag mir bitte, was hast du erwartet? Ja, das ist alles automatisch. Immer wieder werde ich zu dem Mode nehmen. Immer dann, wenn du nicht da bist. Okay, ich hoffe, dass bei Spotify seine Stimme ein bisschen lauter ist. Der Beat ist geil, Alter. Also ich weiß nicht, ne, jetzt nicht mit Edo, aber mit einem anderen Künstler oder so hätte das auch so ein 2000er-Vibe-Beat sein können, ne? So von der Gitarre und so weiter. Locker, locker, sehr schön. Okay. Weiter. Immer dann, wenn du nicht da bist. Immer wieder guck ich auf mein WhatsApp. Und ich seh schon wieder keine Nachricht. Sie ist problematisch. Liebe kann sie gar nicht. Sie kommt für die Nacht her. Linien auf dem Glastisch. Rechne nicht mit Love, nein, sie ist mathematisch. Lippen sind synthetisch. Nägel aufgeklebt, shit, sie ist eine Barbie. Kümmern tut sie gar nichts. Boah, sehr chilliger Vibe, muss ich sagen. Sehr chilliger Vibe und irgendwie so eine, ja, so eine Mischung aus, ja, tatsächlich dem Edo Sire, den ich mag, so, ne? Also der Player so ein bisschen zumindest, aber auch irgendwie dieser melancholische, ne? Sehr schöner Kontrast, finde ich, zum, also eigentlich ist der Beat nicht wirklich traurig, sind wir mal ehrlich. Ich glaube, das ist eher so, ach, schwierig zu sagen. Ich glaube irgendwie eher einfach, es klingt halt traurig oder melancholisch durch den Text, ne? Aber so vom Sound her ist es eher so laid back. Immer wieder guck ich auf mein iPhone. Ah, ich habe seine Stimme ein bisschen vermisst, muss ich sagen. Auch bei unseren Newcomern habe ich hier und da schon mal welche dabei, wo ich sage so, ah, es erinnert mich ein bisschen an Edo Sire. Es war eine coole Zeit, also wo wir angefangen haben mit Edo Sire Reactions und so weiter. Ich erinnere mich sehr, sehr gerne daran zurück. War wirklich schön, so rein von der Zeit her, wisst ihr. Denke, du bist einfach das gar nichts. Immer wieder treffe ich dich auf Raves in einem Park oder sehe dich im Bass und auf Partys. Scheiße, das ist nämlich genau das Problem, ne? Wenn man, sag ich mal, nicht unbedingt die gleichen Freunde hat, aber wenn man so die gleichen Partys oder sonst was und den gleichen Geschmack und so, ja, dann kommt man nicht drum herum, wenn man in der gleichen Stadt auch noch bleibt, diese Person immer wieder zu sehen, ne? Das ist mir in der Vergangenheit, ist das öfter mal vorgekommen. Ist schon sehr, sehr weird, Alter. So, aber ja gut, was vorbei ist, ist vorbei. Wenn man nicht abgeschlossen hat, naja, dann kann man die Tür vielleicht nochmal ein Stückchen öffnen, ne? Du weg bist, mach ich nur noch Party. Ich habe mir zu Bischof und Bacardi. Sag mir bitte, was hast du erwartet? Ja, ist alles automatisch.
Immer wieder werd ich zu dem Omi. Immer dann, wenn du nicht da bist. Ja, was sagt er? Ich werde immer wieder zu dem Old Me, zu dem alten Ich. Classic, oder? Oh, waren da Scratches im Beat drin? Eieieiei, sexy. Ist es schon wieder keine Nachricht? Sie ist weg und ich bin ab. Ex zu meinem Cup und dann spreche ich eine an. Renne im Gefühl noch, dass ich länger nicht mehr hart. Schlage nächste Toten Clubs wieder mal. Hä, warte mal, ich finde den Text echt nice gerade. Ex zu meinem Cup und dann spreche ich eine an. Renne im Gefühl noch, dass ich länger nicht mehr hart. Schlage nächste Toten Clubs wieder mal. Sie ist. Ja, ich hatte. Ich weiß, es ist komisch, ne? Aber ich habe 2000, ich weiß es nicht mehr, 10 oder so, habe ich auch mal ein Album rausgebracht, also selber gerappt und so. Und da war ein Song, der hieß Kein Player. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der erinnert mich voll daran. Weil ich habe genau da auch zu der Zeit so erzählt, yo, ich gehe in den Club und so weiter, ich feiere und so weiter. Aber im Endeffekt bin ich dann doch alleine zu Hause und so und bin im Endeffekt kein Player. Auch wenn ich sein wollte wegen der ganzen Scheiße, die passiert ist. Und irgendwann will man sein Herz einfach verschließen. Wisst ihr, was ich meine? So, und man will einfach niemanden mehr an sich ranlassen. Ich bin einfach kein Player gewesen. War ich einfach nicht. Ja, vielleicht ab und zu. Sie ist kein Safe Space, Blicke sagen komm rum. Sie mein KK. Letzte kleine Session zum Vergessen im Hotel, Babe. Kopf ist. Digga, ich mag diesen neuen Vibe, wirklich. Also beattechnisch finde ich es geil. Es ist nicht so dieses Standard traurige Gitarre, ne, und so weiter und so fort, sondern es ist wirklich, finde ich, wie so ein 2000er R&B-Hip-Hop-Beat eingespielt irgendwie. Nur halt von den Drums ein bisschen entspannter, ein bisschen chilliger, ne. Aber geiler Vibe, ne. Und drehen wie ein Beyblade. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Und sie auch nicht, glaub ich. Doch sie wär nicht hier, wenn sie nicht down ist. Glaub ich, dreh sie um und nimm sie vor der Aussicht. Du bist so wie Da kommt jetzt die Player-Seite wieder von ihm raus, so ein bisschen, ne? Der Beat hat sich ein bisschen geändert, ne? Wir haben jetzt nicht mehr so trappige Drums. Doch, sind die gleichen Drums, aber die sind so mehr House ausgelegt, sag ich jetzt mal. Also Four on the Floor nennt man das. Das heißt, die Kick, dang, dang und dann die. Digga, ich bin so schlecht im Erklären, ne? Drehen wie ein Beyblade. Ich weiß nicht, was ich hier mache und sie auch nicht, glaub ich. Doch sie wär nicht das hier, wenn sie nicht down ist, glaub ich. Dreh sie um und nehm sie vor der Aussicht. Du bist so wie Rauschgift. Oder was du willst, es geht auf mich. Ausschütt drei Flaschen und jetzt ist wieder trappig. Band neuer Bands ausschaut. Und jetzt ist wieder bumm, butschk, bumm, bumm, tschk, ne? Und vorher ist bumm, tschk, bumm. Digga, ich bin so schlecht da drin, ne? Holy fuck. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, oder? Ich hoffe es einfach mal. Aus wie ein Raumschiff, Outfit knapp, sie will nur mein Cash, aber ich hab nur noch Augen für einen Ausschnitt. Alter, seit du raus bist, seit du weg bist, mach ich nur noch Party. Tja. Gelbe Mitsubishi und Bacardi. Sag mir bitte, was hast du erwartet? Es ist alles automatisch. Immer wieder werde ich zu dem Old Me. Immer dann, wenn du nicht da bist. Und hin und wieder guck ich auf mein WhatsApp. Und ich seh schon wieder keine. Bruder. Ey, ich muss sagen, diese Richtung gefällt mir. Also wir haben sehr viele Newcomer, Underground-Künstler, die gerade sich ausprobieren und sehr viel, ne, gerade Richtung Drum, Bass gehen, Richtung House, also sehr viele gehen ja Richtung Uptempo, ne, ob jetzt Techno oder so Gabba-Pop, ne, wie Chiago oder sowas. Ich find's geil, dass er einfach sich sagt, okay, scheiß drauf, Alter, ich gehe irgendwie in so einen sehr chilligen Vibe. Finde ich cool. Also passt zu ihm auch gut, ne? Und ich finde, das war auch also perfekt ausgewählt, um so dieses Traurige an diesem Player-Lifestyle zu zeigen. Ey, das ist Hamburg, ne? Hier unten ist der Pennymarkt. Hier unten ist einfach der Pennymarkt aus der Doku, Mann. Geil. Ah, dann ist das da hinten Pauli, ne? Ah, okay. Krass. Schöne Location, ne? Also da auf dem Dach. Digga, schön, freut mich, dass er wieder back ist, Mann. Wirklich, ernsthaft jetzt. Sehr, sehr schön. Daumen hoch. Ich freue mich auf mehr und noch mehr. Und hört bitte bei Louis rein. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Peace.